Herzlich willkommen zum Quick-Tipp. Mein Name ist Daniel Beumann und ich bin Trainer der Canon Academy. Heute möchten wir uns die App zum Creative Park mal etwas näher anschauen, weil da habt ihr ganz viele Möglichkeiten, euch kreativ auszutoben. Wenn euch der Creative Park noch gar nichts sagt, geht doch einfach mit dem Smartphone bei euch in den App Store rein und ladet euch die App einfach mal runter. Am besten nehmt ihr den Suchbegriff Canon und dann findet ihr auch dementsprechend direkt die App. Wir schauen einfach mal gemeinsam rein und auf dem Home-Bildschirm seht ihr schon die größten Kategorien bzw. so ein paar Favoriten, die euch dargestellt sind. Da könnt ihr es wirklich wahllos einfach mal durchscrollen und euch das Element raussuchen, wo ihr sagt, da habe ich jetzt Spaß dran, das möchte ich einfach mal basteln bzw. eine Überraschung machen für ein Familienmitglied, für Freunde oder Verwandte. Wir selber gehen es einfach mal hin und suchen uns ein Tier raus, in dem Falle ein Kaninchen, betitelt als Holländer-Kaninchen. Also wenn ihr das auch drucken möchtet, sucht einfach mal den Begriff und dann findet ihr es auch. Ihr ladet euch die Datei einfach runter, dann habt ihr dementsprechend sofort alles dabei. Ihr habt eine Anleitung dabei und natürlich dann die Druckbögen, die ihr dann einzeln ausschneiden müsstet und euer Tier nachher zusammenbastelt. Wir haben unsere Datei jetzt auf dem Smartphone runtergeladen und würden sie drahtlos direkt auf den Drucker schicken. Wenn ihr da noch Fragen habt, schaut einfach nach. Wir haben auch den Quick-Tipp Netzwerkverbindung zum Drucker für euch schon hinterlegt. So, unser Ausdruck ist fertig und jetzt geht's ans Basteln. Schneidet eure Vorlagen einfach aus, klebt sie zusammen und das Ganze kann wirklich Gestalt annehmen. Von der normalen Einladungskarte her, die auch beidseitig bedruckt werden kann, gelandeten Tischdekorationen für gewisse Anlässe oder halt zu unseren 3D-Modellen aus dem Tierpark. Also viel Spaß mit dem Creative Park. Wenn ihr jetzt noch weitere Quick-Tipps haben möchtet, schaut doch einfach auf der Canon Academy-Seite vorbei. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß.